Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei June Spice Wars. Der Imperator Haus Corino. Und ja, wir haben als letztes tatsächlich diese Spezialregion eingenommen, wo erhalte 6% der Solari-Instandhaltung des Dorfes als Wissen. Ah, okay. So muss ich das vorstellen. Also das heißt, wenn wir hier Solari ein bisschen was machen, kriegen wir mehr Wissen. Okay. Wir haben ein hartes Duell hier. Und, ja, das sind die Belohnungen. Ja, wir nehmen die Kraft natürlich der militärischen Einheiten. Obwohl das natürlich jetzt nicht gerade viel ist, aber besser als nichts. Nur, es ist ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wir haben leider 274. Okay, was haben wir hier? Ja, die komischen sind hier unten. Kommen wir auch nicht so schnell hin. Haben wir denn noch eine Spezialregion irgendwo? Weil wir könnten auch die Punkte sammeln und uns Spezialregionen aneignen. Hier oben ist eine. Wow, toll. Super geil. Ist also nicht wirklich viel Spezialregion gerade hier. Was war das? Oh ne, das waren nur die Ressourcen, ne? Hier gibt es nur Spice. Ich hätte gerne ein bisschen Autorität noch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das hier. Wir haben nämlich noch keine Brennstoffe. Baukosten können wir mal machen, aber nur mit den normalen 100. Kriegen wir, nehmen wir. Sehr gut. Baukosten ist immer gut. Hier oben ist auch eins. Das könnten wir schon einnehmen. Haben wir aber mittendrin. Aber wir haben auch einen. Ja, das hier fehlt eigentlich noch. Ne, da müssen wir so hoch. Oh, wir haben einen Held verfügbar. Nehmen wir. Wir nehmen einen Helden. Leiser. Was mit dir? Also. Ja, dann Attacke. Okay, hier bauen wir ein bisschen Solari. Das geht dann in Forschung. Einheiten sind drin, ja. Kaiserlicher Einsatz. Also hier, wir könnten ein neues Gebäude bauen. Okay, wir gehen erstmal militärisch. Kosten alles ein bisschen weniger. Nehmen wir. Sehr gut. Militär wird erforscht. Einen Siege. Und hier haben wir noch Militärforschung. Sehr gut. Hier könnten wir auch einen nehmen. Da hätten wir ein bisschen Plastahl. Ich glaube, das machen wir. Weil wir haben tatsächlich noch gar kein richtiges Plastahl-Ding. Ja, das Hauptgebäude bauen reißt uns aber Autorität weg. Und wir brauchen Autorität dringend. Ja, ich wollte ja eigentlich ein Gebäude haben, wo wir Autorität bekommen. Aber scheint ja wirklich, als bräuchten wir... Erfordert wertvolle Schmuckstücke und Spezialregionen. Wertvolle Schmuckstücke. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das ist. Oder ist das hierbei? Was sind wertvolle Schmuckstücke? Ach, hier, guck mal. Hier ist das. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Ganz dick und fett steht's da. Ja, holen wir uns. Ein Siege. Können wir uns nachher durchprügeln. Können wir uns nachher echt durchprügeln. Oh, wir haben auf jeden Fall Ressourcen ohne Ende, dass wir hier ein bisschen was bauen können. So, hier gehen wir wieder auf Kriegsforschung. Hier nehmen wir ein Dorf ein. Dankeschön. Und wir haben immer noch 68 nur. Das ist einfach zu wenig. Wir können nochmal gucken, ob wir gleich noch irgendwo was finden. Was uns hilft. Ah, der Gegner geht mir am Sack. Der Gegner geht mir am Sack. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
müsste ihn angreifen, aber ich sehe den ja nicht mal. Das ist echt scheiße. Hier ist der. Ich sag ja, hier unten. Wir kommen gar nicht so schnell dahin. Oh ja. Wir kommen gar nicht so schnell dahin, um den Platz zu machen. Jo. So, wir machen Brennstoffzellen oder das hier. Erfahrung, Krieger, alles was dazugehört. So, wir haben die Stadt eingenommen. Sehr gut. Da können wir nämlich Blastahl zweimal machen. Da kriegen wir nämlich ordentlich Blastahl. Gut, wir haben ein bisschen, aber es ist halt alles noch nicht ausreichend. Wir können aber hier oben auch weiterziehen. Ja, wir müssen hier weiterziehen. Raketenwerfer. Wir müssen das hier holen und dann hier oben. Danke. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, irgendwo Autorität heraus festzustellen? Autorität, Autorität. Das wäre sehr gut. Nehmen wir. Weil dann kommen wieder neue. Wir könnten höchstens kaiserliche Basis und dann, ja, so machen wir das. Leute, so machen wir das. Wir bauen uns ein, ach, hier haben wir was. Ein Saldukar, sehr schön. Hier ist nix. Hier ist gar nichts drin, ne? Dann bauen wir unser Ding hier hin. Sind ziemlich nah an dem Gegner dran. Werden unsere Einheiten hinpacken und machen den platt. Das ist der Plan. Oh Mann, ich bin echt schon böse. Was ist denn hier los, ey? Achso, die Blauen breiten sich aus. Kriegen die von mir einen auf den Deckel, ey. Ich sag dir das. Jo, wir sind direkt hier dran. Jawohl, ey. Die haben auch eine dicke, fette Armee. Können wir direkt mal hier 4 Stück bauen. Kommen die dann hier auch raus? Ich weiß nicht. So, wir haben Dreier, dann brauchen wir das noch. Drei von denen. Yes. Machen wir. So, wir forschen ja schon fleißig. So, ihr geht mal hier oben hin. Und dann ziehen wir rüber. Wir gehen direkt in den Krieg. Wir machen die direkt platt. Also, da kenne ich nichts. Machen wir direkt eiskalte Vernichtungs. Hier bauen wir mal 2 Türme, falls doch mal einer auf die Idee kommt, uns anzugreifen. So, nehmen wir noch Arbeitspersonal hier. Ja, dich holen wir auch noch. Wir brauchen aber erstmal Autorität. Es wird ein Nervenkitzelgemetzel hier. Ich baue hier auch mal einen Raketenturm. Ah, ist schon. Es macht schon Sinn, so ein bisschen Raketentürme zu bauen. Weil irgendwann kommen doch immer mal so ein paar. Ey. Achso. Kraft. Da machen wir die. Und dann setzen wir alles ein, was wir haben. Damit wir die platt machen. Nein! Der ist sterben. Idioten. Idioten. Artillerie kann ich nicht, aber wir nehmen noch einen Sadokar mit. Und ich glaube, von Hauptbasis zu Hauptbasis kann man teleportieren. Dann werde ich mit vollem Genuss werde ich die werden wir die wegklatschen hier. Oh, Amen, ey. Direkt befreien das Dorf, damit die Erfahrung weggeht. Oh ja, wir werden hier alles befreien. Halleluja, was? Wir werden angegriffen von irgendwelchen Halbstarken. Hoffentlich schaffen die das. Ah, wir haben 2 Türme hier. Da bin ich ja beruhigt. Okay, sind wir alle vollständig? Ne, da kommt noch einer.
Aber ich kann ihn ja rüber beamen, oder? Einmal bitte reisen nach hier. Boah, ja. Und eine Vorratsdings müssen wir kaufen. Danke. Wissenschaft tun wir auch noch machen. So, da ist noch einer. Flieg mal hinterher. Oh Mann. Das wird ein Fest. Wir ziehen in die Schlacht gegen Ekas. So, hauen wir die weg. Die wollen uns Geld geben. Ne, wir werden euch jetzt vernichten. Was haltet ihr davon? So, gleich das erste Gebäude fertig. Kommt gleich das nächste. Spice. Ah, da oben rennt eine Armee. Aber wir greifen direkt hier an. Ja. Gibt keine. Ist mir egal. Machen wir hier ein bisschen Einfluss. Ihr werdet zerfetzt. Ja, ich habe ja schon einmal. Ja, ich weiß, jetzt werde ich wieder Para-Status. Ja, was soll ich machen, Leute? Sonst gewinnen die. Wir können leider nur durch Krieg gewinnen. Plündern bringt mir nichts, deswegen wir befreien. Damit die dann halt auch schnell ihr Ansehen verlieren. Die kommen eh nicht bis zu uns. Das ist ja das Geile an der Rasse hier. Sollen sie mal durch die Wüste latschen? Da sind die aber ruckzuck tot. Ah ja, jetzt werden wir wieder gehasst und so. Ist ja nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm. So, das müsste jetzt eigentlich gleich fertig sein. Können wir noch ein Siege holen? Was ist mit dir? Oh, nix. Nehmen wir direkt weiter hier. Wir ziehen durch, ey. Wir ziehen einfach durch. Und wenn wir dann genug haben, wieder Autorität nehmen wir wieder ein. Was ist das? Ressourcendefizit, ja. Also, 0,7, ja. Okay, wir kriegen gerade einen auf Deckel. Wie immer. Oh, Leute, bleibt hier. So. Alter. Alles rot hier, ey, ehrlich. Einmal nur ein bisschen Krieg gemacht. Die spinnen echt, ja. Macht die platter. Oh, nervt das. Alles wird gehasst. Ja, die verlieren Vorräte. Kommen schnell aufs Festland. Boah. Ich muss die einmal wieder versorgen hier. Dann sind die gleich wieder zufrieden. Haben wir das Dorf jetzt abgenommen? Handels. Nee. Obwohl, das könnten wir machen, ja. Haben wir wieder ein bisschen Gold. Verstehe gar nicht, warum wir jetzt. Also, weil wir hier alles so minus 50 Wirtschaft. Naja. So, alle voll. So, direkt zum nächsten Dorf. Können auch eben das hier platt machen. Kommt her, ihr Würstchen. Dankeschön. So, direkt, guck mal, geht's direkt runter hier. Ah, ich liebe es. Macht sie fertig. Und das ist teuer für die, wenn wir so eine Erntemaschine wegnehmen. Das ist wirklich verdammt teuer. Verdammt teuer. So, wir kaufen nochmal hier Vorräte. So können wir uns am Wasser am Leben halten. Ah, hier schon die Base. Die heilige Base. So, baue kaiserlich, danke. Direkt hier. Zack. Okay, Geld kommt wieder ran. Haben wir noch, wir erfüllen noch unseren Beitrag. Wir erfüllen noch alles. Sehr gut. Sonst könnten wir natürlich auch hier in unseren Städten. Wir müssen die ja alle fertig ausbauen. Wo haben wir denn Spice? Hier ist Spice. Ist auch angrenzend. Machen wir noch ein Silo. Was ist mit dir? Hier bauen wir tatsächlich noch ein bisschen Forschung. Naja. Oh, dann gibt es wieder ein bisschen Geld. So, ihr Krieger der Nacht. Wir lassen es nicht zu, dass ihr uns alles wegnimmt hier. Ihr regnet es Einfluss.
können wir uns den Einfluss wiederholen durch Brandschatzen. Hier ist die. Okay, dann heißt, wir nehmen. Oh, 153. Wir könnten sogar hier was einnehmen. Was kostet der Spaß? Hier überall coole Sachen, ey. Kriegsforschung. Könnten wir auch holen. Was haben wir hier? Ein Auge? Also, ja, weil wir immer zahlen fleißig. Dauert aber auch, bis wir das einnehmen, ne? Ja, müssen wir jetzt hier oben lang. Ich bräuchte eigentlich irgendwas tatsächlich mal mit Brennstoffen. Oder irgendwas nachbarmäßig. Hier 156. Kann ich eigentlich noch was bauen? Ne. Ah, Landsrat, ja. Oh ja. Dann nehmen wir Autorität. Ne, kriegen wir gar nichts. Wir sind. Haben uns mit unserem Krieg auf jeden Fall schwächer gemacht. Ist aber nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. So, wir nehmen jetzt erstmal zwei Gebiete ab oder mehr, damit wir die erstmal wieder ein bisschen zurückbomben in die Steinzeit. Das ist auch absolut in Ordnung. So, dann kriegen die nochmal von mir einen Vorratsabwurf. Können sie sich nochmal ein bisschen ernähren. Machen wir nochmal neu. Hä? Haben wir gerade nicht. Sehr gut. Und danach greifen wir die nächsten Dörfer an. Hier ist auch Spice. Kostet uns 200. Den will ich haben. Weil Spice brauchen wir, ihr merkt schon. Wir sind ein bisschen arm dran hier. Oder ist das hier das Hauptgebiet? Ah ne, das halten wir uns fest. Für Schmuckstück. Da können wir nichts machen. Hier können wir noch ein bisschen Geld ranholen. Sandwurmbo. Achso. Ressourcendefizit. Ach, aber da haben wir denn nicht mal Ressourcendefizite, ne? Jo, nehmen wir das hier. Machen wir noch ein bisschen militärisch stärker. Können wir gut gebrauchen. Ja, ist schon ein bisschen heavy, ne? Dass wir einfach. Ach, guck mal hier. Können wir gleich noch eben einen Siege plündern. Ich voll Bock drauf. Ja, machen jetzt das weg. Das weg. Und dann gehen wir Siege plündern. Jawohl, wir haben das wertvolle Schmuckstück. Dann will ich das hier noch machen. Das wertvolle Schmuckstück. So, hier können wir es doch einsetzen jetzt, ne? Da ist es. Hegemonie. Ja, tun wir ein bisschen nach hinten. So liebe ich das. Es läuft einfach. Die werden schon angegriffen. Vom. Wir auch? Ne. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Aber. Die kriegen einen auf den Deckel. Ah, direkt weiter. Kann ich denn jetzt wieder Vorräte machen? Ne, ich hab Angst, Leute. Wir ziehen uns erstmal zurück zu unserer Hauptbasis. Achso, das ist unsere Hauptbasis hier. Die wird hier angegriffen. Echt jetzt? Mein Gott, ey. Da, alle 20 Tage Zeit, Ziel von Landsratgarden, ey. Was ist denn mit euch, ey? Aber hier, guck mal, ey, fette Armee. Ja, machen wir die gleich platt hier. Und die. Da sind die auch wieder zurückgebombt. Ja, leck mir an die Socken, ey. Geht ja gar nicht, ey. Heilt sich eigentlich unsere Base wieder? Würde mich mal interessieren. Ja, die heilt sich, okay. Hammer, ey. Können erst den Siege machen. Und dann oder machen wir erst die Armee von dem Blatt. Ja, wir sind voll. Ich kann noch nichts machen. So, Leute, heilt euch mal hier. Seid da gleich wieder voll? Ja, die Basis ist auch gleich voll.
Und dann greifen wir an. Boah, die schönen Sadoka. Seid ihr ready? Ready! Attacke! Machen wir die platt hier. Wir haben ja eh jetzt. Können wir auch gleich einnehmen, oder? Jawohl, nehmen wir direkt auch ein dann. Alles ausradieren. Auf in die Schlacht. Können wir eigentlich schon verbessern? Oh, wir können sogar schon einen zweiten holen. Jawohl. Hier war, glaube ich, auch Lufteinheiten. Haben wir noch irgendwas Gutes? Panzerung. Was mit dir? Panzerung. Und du? Nö. Sehr gut. Mach das scheiß Dorf platt. Jawohl. Hier haben wir wieder was. Yes. Einnehmen, Leute. Und wir nehmen den was weg. Sehr gut. Und das letzte Gebäude. Dann haben wir noch die militärische Panzerung. Jeder kriegt doch Panzerung. Oh, was jetzt? Ach so. Ja, hier. Schicken wir unseren Söldner hin. So, wir kriegen jetzt am Tag. Jawohl, neuen Hegemonie. Alter, die Raketen machen alles kaputt. Ja, ist doch kein Problem. Also ich sag mal so. Ah, da haben wir auch noch was. Erhalte, enthülle ein Skitch. Jetzt, okay. Wir enthüllen. Ey, Leute. Bleibt hier. Wir nehmen ein. Haben wir noch einen Vorratsabwurf jetzt wieder? Warum habe ich denn keinen Vorratsabwurf mehr? Da. Ach, das kostet mich 500 von diesen komischen Punkten. Nehmen wir. Kriegen wir schnell zusammen. Mach dir keine Sorgen. Oh, yo, Autorität. Sehr schön. Ach, Leute, bleibt doch mal hier jetzt. Ey. Oh, der ist nett. My Support. Ich geb dir gleich Support, ey. Mach gleich einen Schnitzel aus dir. Ich weiß gar nicht, warum die uns alle hassen. Wir sind doch ganz nett. Wir greifen an. Wir befreien sie. Zerstören sie, töten sie. Ist doch wundervoll. Also. Ich wüsste. Ich weiß gar nicht, warum da jetzt Probleme geben soll. So, bleibt hier. Wir müssen jetzt erstmal heilen. Der Landrat, yo. Hat eh keiner Bock, uns irgendwie zu unterstützen. Ah, doch hier. Dass wir weniger Spice haben, ja, ja. Machen wir Minus, ne? Ihr kleinen Schnitzel. Nehmen jetzt direkt das Dorf ein, ja. Na, was ist jetzt? Ja, endlich. So, bauen wir mal eine Kaserne. Kann ja nicht schaden. Das muss auch weg hier. Was brauchen wir denn da? Ach, können wir direkt einnehmen. Sehr gut. Bleib mal hier. Die sind eh bekloppt. Ja, Leute, die sind auch fast am Ziel. Also es fehlt nicht mehr viel. Aber ich will trotzdem noch eben den Siege hier vernichten. Zweimal, ah ne, wir können noch. Ich baue dann nochmal ganz kurz ein Raketending. War eine geile Runde auf jeden Fall. Die machen wir jetzt auch zu Ende. Und dann nehmen wir uns dieses geile Gebiet hier auch ein. Sonst hat jeder Angst vor uns. Gehört sich auch so. Jawohl, kaiserliches Ding haben wir auch fertig. Hier gibt es auch noch Hegemonie am Tag. Das habe ich eigentlich, auf das habe ich gewartet. Das gibt nochmal den Gnadenstoß. Okay, wir sind alle fit. Ich würde sagen, wir plündern den Siege. Scheiß drauf. Braucht keinen Raketenturm. Schau ich auch so. Macht sie nieder. Du kommst mal zurück. Du gehst zurück. Du gehst dich heilen. Du hast Urlaub. Fronturlaub. So, macht erstmal 3000. Dann sind wir erstmal wieder am Start mit Geld. Jawohl. Sauber.
So, dann machen wir hier, hier und hier. Was haben wir? Ach, wir können noch eine kaiserliche Basis bauen. Das ist schon echt krass. Bauen wir einen Raketenturm. Halleluja, ey. Was wir hier alles zaubern können, das ist der Wahnsinn. 300, reicht das, um das Dorf einzunehmen? Ja, das reicht. Ihr seid ready? Wir gehen. Wir schnappen uns das Dorf. Das müsste unser Sieg sein, wenn wir nicht vorher schon gewinnen. Was ist los? Ach, die Landratsidioten. Aber gut, dass wir hier so ein paar Einheiten stehen haben. Ja, da wirst du gleich gehasst hier, wenn du ein bisschen Krieg führst. Aber weißt du, die Landratsgarde kämpft gegen die Landratsgarde, okay? Ja, wenn sonst nichts ist. Was haben wir hier? Ja. Macht sie platt. Wir haben gleich gewonnen. Und dann machen wir einen Kraft für unsere Soldaten. Ich hätte gerne mal eine Karte, wo wir einfach vernichten müssen. Töten und vernichten, das ist genau mein Ding. Also, das waren nur die Armee. Geht mal weg. Angriff auf das Dorf. Ja. Ist hier alles fertig? Nee. Ah, wir können noch einen bauen, aber ist schon okay. Das reicht, wir gewinnen jetzt eh gleich. Hier haben wir noch einen Siege, könnten wir noch einnehmen. Also, ihr seht schon, wir sind ziemlich gut am Start. Die Einheiten sind alle hier. Haben wir noch irgendwas, wo wir hier, wir brauchen diese Ressourcen, damit wir wieder Vorräte rumballern können. Kommt ihr noch klar? Na, ich hoffe. Hier haben wir auffällig, jetzt kriegen wir 23. Ah, Geld, ey, ist ja Wahnsinn, ey. Könnten höchstens noch ein bisschen runter machen. Was? Ich habe da runter gemacht, jetzt kriegen wir noch weniger. Was sind die bescheuert oder was? Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Wir haben eigentlich so viel gebaut, dass wir eigentlich hier voll bedient sind mit Geld und alles, aber naja. Da, Vorratsabwurf. Eng, 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 eng. Geil. Hier haben wir noch ein bisschen was. So, wir nehmen ein und wenn das gleich fertig ist, werfe ich ein paar Vorräte ab. Wenn wir die noch brauchen, wir nehmen das Ding ja jetzt ein hier. Und dann müssten wir eigentlich gewonnen haben. Das ist unser Sieg, meine Lieben. Sobald wir das Dorf haben, sind wir die Champions. Und gut, dass wir denen alles abgenommen haben. Obwohl der schon ziemlich schnell wieder. This territory Ja. belongs to you. Your enemies have Wir fled. haben gesiegt. Mega. Wir gucken uns auf jeden Fall noch, bevor wir jetzt Cut machen, an, was wir als nächstes treiben können. Aber es ist wieder eine erfolgreiche Schlacht gewesen. Wir können auch mal hier über sich gucken, falls ihr mal schauen wollt. Ja, er war hier getötete Einheiten. Ja, wir haben am meisten Punkte. Entwicklung, Wirtschaft, Hoheit. Politik haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Militärisch sind wir schlimm, ja. Ja, wir sind halt Killermaschinen, ne? So wie die Harkonnen. Vielleicht sogar noch schlimmer als die Harkonnen. Geil. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Jawohl, jetzt dürfen wir erstmal Belohnung nehmen und wir gehen auf Angriff. Immer auf Angriff. So, wir haben Druck da oben. Nach jeder Mission fliegt das Konkurrenzgebiet. Pressur steigt um 3%. Ja, der Druck steigt. Was haben wir denn hier? Übernimmt die Kontrolle über das Land. Was heißt das? Missionsautorität kurzfristig für die Annektion eines Dorfes minus 60. Ach, hier, erlange die Herrschaft. Ich denke mal, das ist angreifen. Oh, das ist gut. Da könnte man halt jede Forschung haben. Was haben wir hier? Eliminiere Fraktion, Haus.
vor 15.04. bla bla bla. Erlange die Herrschaft. Ist eigentlich auch das gleiche. Aber wenn wir hier eine ganze Fraktion. Weil die haben die ganze Zeit gegen Rosa gekämpft und die sollen wir eliminieren. Und das ist das mit dem Ermorde den Aufseher und so. Das ist geil. Ach, da hinten ist auch noch eins. Werde die Abtrünnigen los. Schaltet Gildenguns und Raumlinienanlassung frei. Ermöglicht den Einsatz von Schiffen und Fregatten. Wähle Bonus. Ist eigentlich die gleiche Bonus wie gerade. Also ich würde schon fast sagen, dass hier wegen diesem Startgebiet, dass wir halt alle Entwicklungen am Anfang schon haben. Von dem ersten, das ist echt gut. Und dann sind wir auch so weit weg von unserem Gebiet, dass hier ist alles dran. Eine ganze Fraktion auslöschen, können wir später machen. Aber ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ja. Machen wir auch. Sehr geil. Dann klatschen wir die einfach weg. Mega. Weise einem Ernte einen und um den Sandwürmer zu erkennen. Und ja, das ist echt cool gemacht. Weil die Sandwürmer. Ich weiß, ist das nicht im Film auch so gewesen? Dass diese riesigen Erntemaschinen abgeholt wurden, bevor der Sandwurm kam. Ich erinnere mich. Am ersten, glaube ich, war das, wo die das noch gezeigt haben mit den großen Erntemaschinen. Ja, der Film, der war schon cool. Ja, ja super, ihr Lieben. Ich mach mal kurz den Anfang wenigstens. Yes. Genau. Ja, übernimm die Kontrolle über das Land. Kontrolliere. Ach, wir müssen hier 14 Dörfer einnehmen. Und das ist die Hauptmission. Das ist ja auch geil. Das ist ja mal cool. Keine Hegemonie, sondern einfach Dörfer einnehmen. Geil. Geil. Ja, cool. Dann machen wir, halten wir jetzt an. Machen hier einen Cut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Revano. Und ciao.